14. Spieltag der Penny DL. Ingolstadt gegen Krefeld. Ja, Ingolstadt mit 4 Niederlagen in Serie und Krefeld fliegt hier nach Ingolstadt mit 2 Siegen in Serie. Also hinein in die Partie. Die Panther druckvoll von Beginn an. Die Scheibe kommt dann hoch an die blaue Linie. Dann kommt der Schuss. Emil Quas, 2. Spielminute. Handgelenkschuss von der blauen Linie. Viel Verkehr vor Nikita Kwapp und die Scheibe findet irgendwie ihr Glück an der Fangerseite vorbei. 1:0 Ingolstadt. Die Panther weiter sehr, sehr druckvoll. Aufbauspiel. Scheibe von außen Richtung Tor wird dann abgefälscht. Wayne Simpson macht sich bereit. 4. Spielminute. 2:0 für die Panther. Erst der Schuss von Bodie, der wird dann nochmal von einem Krefelder abgefälscht. Und Simpson, der geht da all in bei diesem Schlagschuss. Kurze Ecke, es schlägt ein. 2:0 für die Panther. Wo ist Krefeld? Jeremy Breco, dann kurios, wo ist die Scheibe? Sie ist im Tor. 11. Spielminute, Breco. Die Reaktion, den nehmen wir. Warum? Einmal abgefälscht vom Ingolstädter, vom Schläger an die Maske von Remme und dann über Torkamera noch besser zu sehen. Mirko Höflin, hier kickt er ihn über die Linie. Also Eigentor und nur noch 1:2 aus Sicht der Krefelder. Überzahl die Panther, aber Fehler im Aufbauspiel von Simpson. Und auf und davon. Vicenius prüft da. Remö erst aber zur Stelle. Die mitgereisten Fans aus Krefeld. Bisher noch zu wenig. Überzahlspiel Ingolstadt. Scheibe läuft gut. Storm sucht der Aubry. Und Überzahltor für Ingolstadt. 21. Spielminute. Klasse herausgespielt. Simpson auf Storm. Der hat den Kopf oben. Und Aubry unter den Arm von Quapp. 3:1 also die neue Führung. Ingolstadt weiter druckvoll. Immer wieder mit sehr guten Möglichkeiten. Und Nikita Quapp mit einem tollen Spiel. Mal wieder für seine Krefelder. Dann der weite Pass. Weiß, der kommt da aus der Strafbank mit der Monsterschuss. Aber Kari Remö geht da unheimlich weit aus seinem Torraum, um den Winkel zu verkürzen. Macht dann alles richtig. Und es bleibt bei 3:1 nach 40 Spielminuten. Hinein ins letzte Drittel. Wieder Überzahl für Ingolstadt. Große Möglichkeit aus dem Slot heraus. Schnelles Spiel. Brandon DiFazio, der prüft einmal mehr Nikita Kwapp und der ist wieder blitzschnell unten mit dem linken Schoner. Offensiv zu wenig. Schläger bricht in eigener Überzahl. Dann Höflin von außen. Wieder zieht er rein und Nikita Kwapp. So oft stand er hier im Fokus in dieser Partie. Und dabei blieb es zu harmlose Krefelder und Ingolstadt einfach gnadenlos vorm gegnerischen Tor. Ja, wir sind einfach nicht ins Spiel reingestartet, wie wir es uns vorgenommen haben. Direkt in den ersten 4 Minuten 2:0 hinten liegen, das können wir uns einfach nicht erlauben, weil da rennen wir einfach das ganze Spiel hinterher. Well, I thought we played a pretty strong game all night long. We didn't give up much. I don't even know if we give up 12, 13 shots. So, you know, when you play better defense, you can get better goaltending, and that's what we need to do. We've been kind of getting on our goalies a little bit, but we need to play better defense in front of them. And you see that, you're going to get a better game from them. Nach 4 Niederlagen gewinnen die Panther endlich mal wieder ein Spiel. Und Krefeld, nur 12 Schüsse am Ende sind zu wenig, um Punkte aus Ingolstadt mit nach Hause zu nehmen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.